Ja, Stefan Kutschke, erstes Tor seit der Rückkehr zu Dynamo Dresden. Wie fühlt sich das an? Ja, ist ein tolles Gefühl, erstmal allgemein wieder zu Hause sein, für den Verein zu spielen aus der Stadt, wo man kommt. Es hat lange gedauert mit dem Tor und irgendwann der Druck wächst auf einen, weil viele Erwartungen eingesteckt werden. Diesen Erwartungen willst du irgendwo gerecht werden. Deswegen freut es mich, dass es heute, wenn auch etwas verspätet, dann mit dem Tor geklappt hat. Was war das für ein Spiel für Sie? Für mich ein klassisches 0-0, vielleicht ein 1-1. Es gab ja zwei Torraumszenen bzw. strittige Szenen im 16-Meter-Raum. Wie haben Sie die erste Szene gesehen, wo Kammerknecht gegen Ekene im eigenen Strafraum mit der Grätsche agiert? Ich bin ehrlich, ich habe es im Spiel so gesehen, dass er am Ball gespielt hat. Gerade eben bei den Kollegen habe ich gehört, dass es wohl ein Elfmeter war. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Wenn es ein Elfmeter war, hatten wir Glück, ja, dass da nicht gegeben wurde. Und dann auf der anderen Seite kriegen wir einen Elfmeter zugesprochen. Ich glaube, sonst waren nicht viele Torraum-Szenen auf beiden Seiten. Das Spiel war so, wie Sie es gerade gesagt haben. Irgendwo, wer vielleicht das erste Tor macht, wird das Spiel gewinnen. Und dann am Ende mussten wir noch mal zittern, weil die Nachspielzeit war dann schon länger als 4 Minuten. Dann kamen immer wieder die Bälle rein und haben wir gut verteidigt. Und das ist auch ein Kompliment an die Mannschaft. Nicht bloß an die Spieler, die beginnen, sondern auch an die, die reinkommen und die zu Hause sitzen und die Daumen drücken. War das so ein bisschen die Taktik heute? Hinten gut stehen, tief stehen und mal gucken, was nach vorne geht? Warum hat es vielleicht auch nicht gereicht, aus dem Spiel heraus vorne ein bisschen Akzente zu setzen? Ja, unser Hauptaugenmerk lag in den vergangenen Wochen immer darauf, dass wir erstmal hinten zu Null spielen. Der Trainer hat es auch gerade gesagt, dass wir nach vorne noch viel Entwicklungspotenzial haben und das wird auch kommen, davon sind wir alle überzeugt. Für uns war erstmal wichtig, wenn wir unsere Spiele gewinnen wollen, müssen wir zu Null spielen. Und wenn man es verfolgt, alle Spiele, die wir gewonnen haben, wenn ich richtig liege, haben wir zu Null gespielt. Und vorne sind wir dann immer irgendwo für ein Tor gut. Gerade war es heute so mit einem Elfmeter. In Aue war es dann der Chris, der mit einem sensationellen Laufweg das Tor gemacht hat. Und das gibt uns irgendwo Halt. Aber diese Ergebnisse sollen uns auch Selbstvertrauen geben, dass unser Spiel nach vorne, gerade für die Offensivspieler, die dann mehr in Aktion kommen können, dass uns das aufbaut. Wie haben Sie die Szene in der 72. gesehen, als Sebastian May im 16-Meter-Raum da zum Klärungsaktion ansetzt, sage ich mal. War es klar, dass Sie den schießen? Erstmal die Klärungsaktion, ja, ich sehe das, wie der Basti dann in der Luft liegt und ich glaube, der Kiri war es von uns, der dann hingeht und ich dachte mir, okay, wer weiß, was es jetzt gibt, weil die Situation war für mich nicht ganz so klar. Dann, klar, er geht dann zu Basti Meyer und gibt die gelbe Karte, dann war klar, dass es einen Elfmeter gibt. Und ich meine, der Amo hat den letzten Elfmeter geschossen im Heimspiel, der war dann schon ausgewechselt und dann kam der Patti Weihrauch auf mich drauf zu und hat mir den Ball gegeben und gesagt, du haust den ein. Und dann war es für mich klar, dass ich den schieße und dann heißt es viel Überzeugung, ja, weil es spielt ja alles irgendwo immer im Hinterkopf eine Rolle. Lange nicht getroffen und dann bist du dran und in so einem Spiel, wo es 0-0 steht, du kannst vielleicht mit deinem Treffer das Spiel entscheiden, aber das sind Situationen, dafür lebt man ja diesen Beruf und dann ist es schön, dass es so geklappt hat. Was nehmen Sie jetzt mit in die kommenden Wochen? Ja, dass wenn wir zu Null spielen, unsere Spiele gewinnen können. Aber wir nehmen auch mit, dass wir viel, viel Entwicklungspotenzial gerade nach vorne haben, damit wir mehr in torgefährliche Aktionen kommen, wo unsere Offensivspieler in Szene gesetzt werden. Vielen Dank, Stefan Kutschke. Danke auch. Viel Erfolg. Mach's gut.